Weshalb war der Tod von Roy Black 1991 so ein Schlüsselerlebnis für dich? Du glaubtest irgendwie, dass die Seele von Roy Black zu dir übergewechselt sei. Ja. Also nicht wirklich, aber ein bisschen schon. Aber es gibt ja solche Momente im Leben. Erweckungsmomente. Richtig. Das. Ja, der Roy Black war für mich immer so ein Sinnbild für der deutsche Schlagerinterpret. Und als der arme Mann ganz plötzlich gestorben ist, hat in der Zeitschrift Mini für alle Linda Evans ein Interview gegeben und hat gesagt, Musik ist unvergänglich, so wie schwarz immer schwarz und weiß immer weiß ist. Und daraus wurde dann geschlussfolgert in dem Artikel, in der Mini für alle, Roy Black lebt. Weil mit schwarz ist Black gemeint und weiß immer weiß, sein größter Titel ganz in weiß. Habe ich gedacht, ja, ich war am Studieren, das muss ja immer alles irgendwie wissenschaftlich zitiert werden. Habe ich gesagt, das ist ein wissenschaftliches Zitat aus der Zeitschrift Mini für alle. Und jetzt brauchte Roy Black nur noch einen Bewohner. Und dann bin ich sozusagen für den in die Bresche gesprungen, haben 6 Wochen Amt gegeben für Roy Black. Und dann hat's mich hier getroffen. Und das war mein erstes Thema, mit dem ich halt durch die Medienlandschaft getingelt bin. Sag mal, ist meine Einschätzung richtig, ja, dass du... Das ist sehr vernünftig, aber auch in diesem Ausnahmefall, dass du ab einer bestimmten Zeit doch eher eine Persiflage auf den Schlager geliefert hast und das auch absichtsvoll. So nee, gerade. Ja, ich finde, Persiflage ist eine. Also Persiflage auch gerade 1998, als du dann den Vorentscheid zum Grand Prix gewonnen hast. Also ich hatte immer den Eindruck, es ist ein Stück Persiflage auf den Schlager, was du machtest. Nee, wenn ich eine Persiflage mache, ist das immer eine Persiflage auf mich selbst. Weil ich finde, so Persiflagen auf Dinge machen, zum Beispiel Musik oder das finde ich, ich finde es wahnsinnig billig, ne? Weil man kann sich über andere Sachen lustig machen. Na gut, dann war es eine Persiflage. Das ist meine Musik. Ich bin das. Ja, aber dann war es eine Persiflage auf sich selbst, aber das kam schon ein bisschen dabei heraus. Aber sag mal ganz ehrlich, also es ist doch ganz schön, wenn man über sich selber lachen kann. Klar, also was anderes und ich gestehe das. Ich bin der Einzige im Bundestag, der das kann. Aber ganz ehrlich, ihr habt da auch, also ich habe ja auch echt ganz schöne Geschosse bei mir in der Band, aber ihr da, das. Aber ich werde es hier beweisen. Stefan Raab hat dir das Lied geschrieben, Gildo hat euch lieb. Das ist doch schon ein Stück Persiflage. Warum? Ja, na gut. Nee, aber ich glaube, nee, ich will das Sie jetzt wirklich... Sie haben es verstanden. Nein, ich will einfach, dass du mir das erklärst, weil das interessiert mich wirklich. Ja, pass auf, weil du das Gegenteil zum Ralf-Siegel-Schlager warst. Der war völlig anders aufgebaut als du. Du warst das Gegenstück. Dann erzähle ich dir jetzt die Geschichte von Helmut Kohl. Nee, pass auf. Nein, pass auf, das gehört dazu. Die musst du Und dir wenn jetzt ich es da nicht verstehe danach? Doch, das verstehst du schon.